Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Das stimmt allerdings. Und damit herzlich willkommen, Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Fast Elysium, na, aber es hat nicht ganz geklappt. Ja, wir waren ein ehrliches Schwein und haben es ihr erzählt. Da sagt man einmal die Wahrheit. Ja, das Kreuz eines Helden. Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun, weil du dann schuld bist. Und so. Irgendwie kann ich Goal nicht böse sein. Spitzenunterwäsche für Männer kann er behalten. Ja, definitiv. Na, wie ist die Luft da oben? Platz nicht so. Und was willst du dagegen machen, hä? Ich meine es ernst. Wehe du. Falsch. Wehe du. Lass mich gefälligst ausreden. Und wehe du. Nein, wehe du. Vor allem, wehe. Platz nicht so. Ja. Ist aber auch wunderschön gefallen hier mit ihrer... Ich sollte vielleicht nach unten gehen. Ich brauche die richtige Datasette. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Cletus... Nee, Quatsch, andersrum. Dass dieser Argus diese hat. Ugh. Oh Mann, ey. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Mann. Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Kommt mir doch bekannt vor. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Das ist meine Chance. Auf jeden Fall. Weil... Das Gerät ist Cletus wie aus dem Gesicht geschnitten. What? Keine Zeit. Sie könnten jeden Moment zurück sein. Ich glaube, ich nehme einfach die... Da sind sie. Goals richtige Erinnerungen. Oder sind es die falschen? Egal. Da sind sie. Keine Zeit. Sie... Können wir jetzt eigentlich nochmal zurück? Ich gehe nicht ohne Goal. Ja, ist ja gut. Gucken, wie weit wir gekommen sind. Goal die Wahrheit sagen. Boah. Goal ist das Set, haben wir jetzt uns besorgt. Auch wenn er jetzt hier keinen Pfeil an... Ist ja auch egal. Zurück zu Goal. Und sie sieht nicht... Sie sieht really not amused aus. Oh. Oh shit. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum. Story of my life. Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können, aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart... dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir.
Lass mich kurz drüber... Nein. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Oh. Was ist hier los? Oh Mann. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Du bist so eine falsche Schlange, Argus. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Ich will sie ihm einfach nicht geben. Meine... Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Niemals. Nice. Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein erste Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Naja, also, warte noch, verschwende nicht meine Zeit. Unter dem Aspekt. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Unter dem Aspekt. Okay, Cletus. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Moment mal. Der lacht so hässlich. Ich hasse diesen Typ. Oh yeah. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja. Nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, sagen, was man will, aber an jeder guten Lüge ist ein Fünkchen Wahrheit. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit. Das stimmt. Und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Ja. Nicht so schnell, Freundchen. Moment. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Du kannst doch nicht... Macht's gut, ihr Trottel. Okay, das ist Rufus, wie wir ihn kennen. Oh nö. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Ach. Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Verduften und einen komplett neuen Plan aushacken. Ja, da gehe ich durchaus mit. Okay, ich habe gar kein Inventar. Ich kann nur zum Fahrstuhl. Du sitzt in der Falle. Zum Geländer. Wie hässlich muss man sein, dass man so eine Maske braucht? Nicht auf die Nase. Wie hässlich muss man sein, dass man so... Sieh es ein. Da weiß ich nicht, Kind. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass... Ja, nein.
Fahrstuhl? Habt ihr euch eigentlich mal im Spiegel gesehen? Autsch. Hoch die Fäuste. Hey, der bringt eine Knarre mit zur Messerstecherei. Zwei Griffe, die Dataset und die Lösung. Es ist aus! Es ist aus! Es ist niemals aus. Ich schnappe in die Dataset. Der ist zu weit weg. Hat die Dataset. Niemand widersetzt sich dem Organon. Und was, wenn doch? Ist ein Griff rein? Ich muss weg. Halt! Stopp! Was tust du? Ups. Das könnte wehtun. Oh Gott, ich kann da gar nicht hingucken. Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Danke, Boso. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ich könnte jetzt möglicherweise 13 verschiedene Krankheiten haben. Plus das Rückgrat gebrochen. Eventuell auch eine Nadel im Auge. Die Liebe meines Lebens habe ich auf jeden Fall verloren. Die Passage nach Elysium habe ich verpasst. Und ich habe möglicherweise auch einen Schuh verloren. Ich glaube, wir nehmen einfach die Nadel im Auge. Ja, okay. Okay. Wir sind okay. Wir sind okay. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Deponia, das Ende. Das Ende? Fragezeichen. Boah. Gänsehaut. Einfach nur Gänsehaut. Wow, wir haben Deponia geschafft und ich muss sagen, ich bin vom Ende extrem überrascht. Ich hätte jetzt so leicht dezent was anderes erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt's mir ruhig in die Kommentare. Ich hatte ja vorher noch kurz vor dem Ende erwähnt, dass ich eine Neuaufnahme gestartet hatte, weil because of folgende Reasons Gründe da zugrunde da niederliegen und so. Ich habe mir komplett neues Setting an Rechner gekauft. Das heißt, ich habe einen kompletten Overhaul gemacht. Das neuer Tower, neue Festplatte, schöne SSD. Neues Mainboard, richtig cool, Octa-Core-Prozessor, haufenweise scheiß RAM. Und man merkt es auch schon allein an den Videosequenzen, dass es weitaus flüssiger läuft. Was habe ich nur für euch gemacht? Nur für euch. Okay, wir haben jetzt Deponia endlich, leider doch geschafft. Es ist vorbei, bye Deponia. Es ist vorbei. Ich sollte aufhören zu singen. Vielen lieben Dank
für eure Zeit, Geduld, für eure Nerven, die ihr mit mir zusammen gelassen habt an diesem Spiel. Und es hat einige Nerven gekostet. Bestimmt nicht nur bei mir, sondern vielleicht auch bei euch, ich weiß es nicht. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Let's Play wieder einschaltet. Vielleicht sogar Deponia 2. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Egal, bei welchem nächsten Let's Play ihr einschalten werdet. Seid dabei. Ja, bleibt mir nicht uns zu sagen als, tschüss. Und so.